Europa bekommt den Friedensnobelpreis, just zu einer Zeit, in der es immer mehr zu zerfallen droht. Oder? Guten Abend zur Kulturzeit. In Deutschland ist alles etwas anders. Da wehrt sich der reiche Süden dagegen, den armen Norden mitzubezahlen und will sich abspalten, zumindest wenn man einem plakativen Buchtitel folgt, der da heißt Bayern kann es auch alleine. Im Rest Europas ist es dagegen der Norden, der sich vom Süden distanziert. In Italien zum Beispiel. Es sei doch einfach nicht möglich, vom Brenner bis Sizilien das gleiche Gesetz anzuwenden, heißt es in Südtirol. Viele deutschsprachige Einwohner der Region sind es offenbar leid, Millionen um Millionen zur Sanierung des italienischen Staatshaushaltes beizusteuern. Ministerpräsident Mario Monti aber diktiert es so, wenn Italien am Abgrund steht, ein nationaler Notstand. Eine Situation, die den Separatisten mächtig Aufwind gibt. Die Autonomie Südtirols reicht ihnen nicht mehr. Sie möchten unabhängig sein oder zurück zur Schutzmacht Österreich. Eine Entwicklung, die gar nicht so singulär ist. Seitdem die EU so arg in der Krise steckt, streben diverse Regionen nach Abspaltung. Tilman Jens. Gleich ist es soweit. Nur noch Minuten. Im Herzen Südtirols rüstet sich das kleine Dorf Farn unweit von Brixen zum feierlichen Schützengelöbnis. Für Gott, Kaiser und Vaterland steht auf einer Fahne geschrieben. Wie das? Wir sind doch in Italien. Es wird noch Ärger kommen. Angelobungszug! Hup! Rund 50 Buben mit Lederhose und bedeutungsschwangeren Gesichtern. Denn ein Schütze aus Südtirol, der schießt nicht nur, der hat eine Mission. Und auf die wird er heute Abend eingestimmt. Das ist doch richtig. Die Blaskapelle spielt Österreichs Bundeshymne. Die Tiroler Schützen, nahezu alle italienische Staatsbürger, zelebrieren den großen Zapfenstreich der Alpenrepublik. Und so mancher hat am Ende feuchte Augen. Ja, da wird mein Herz warm. Das hat mir gefallen. Also, es ist nicht selbstverständlich, dass die österreichische Nationalhymne in Südtirol gespielt wird. Dann die gehisste österreichische Fahne auch noch. Es ist das ein Bekenntnis zu unserem Vaterland Österreich. Tirol hat ja 555 Jahre lang zu Österreich gehört. Das ist nach wie vor unsere Heimat, weil wir ja eigentlich Österreicher sind, die in einem fremden Staat als Minderheit leben. In der Tat. Einst bis 1919 gehörte die malerische Berglandschaft südlich des Brenners zu Österreich. Nach dem Ersten Weltkrieg hat Italien nicht lange gefackelt und Südtirol annektiert, obwohl damals dort kaum einer auch nur einen Brocken Italienisch sprach. Und eben das würden die 5000 Südtiroler Schützen so gerne rückgängig machen. Im April haben sie in Bozen Mann und Maus zusammengetrommelt zum großen Freiheitsmarsch und gleich einen bombastischen Propagandafilm hinterhergeschickt. Es geht uns um die Gerechtigkeit. Sie sehen sich als Speerspitze einer Bewegung, die, da sind sich die bunten Trachtenträger sicher, bald schon keiner mehr wird aufhalten können. Man hat mit denen nichts gemeinsam, weder Sprache noch Kultur noch Geschichte. Und deshalb sagen einfach sehr viele Südtiroler, sie möchten da nicht länger dazugehören, sondern sie möchten ganz einfach, dass ihr Land in Zukunft nicht mehr zu Italien gehört. Der Protest gegen die römische Staatsmacht, der Kampf für ein von Italien befreites Südtirol, hat hier eine lange, bisweilen auch blutige Tradition. Die Separatisten aus den Bergen machten aus ihrem Ansinnen kein Hehl und betrieben in den 60er Jahren gar eine revolutionäre Radiostation. Über das ganze Land verteilt stehen von der Bevölkerung gedeckte Gruppen von Widerstandskämpfern bereit, um durch gezielte und scharfe Aktionen Italien zu beweisen, dass mit leeren Versprechungen unser Volk nicht mehr zufrieden ist. Den markigen Worten folgten unschöne Taten. Die selbsternannten Befreiungskämpfer ließen sich beim Bombenlegen gar filmen. Bei den Anschlägen freilich kam nicht nur die Stromleitung nach Italien zu Schaden. Es gab Tote. Südtirols heutige Patrioten haben der Gewalt längst abgeschworen. Die Landeshauptstadt Bozen etwa ist eine beschauliche Touristenstadt, gelegentlich mit unübersehbar österreichischem Flair.
Wer will, kann sich aber auch in die Zeiten von Goethes italienischer Reise zurückversetzen. Politisch ist manches erreicht. Vieles darf die Provinz in Selbstverwaltung regeln. Wut aber ist geblieben, was nicht zuletzt am städtischen Finanzamt liegt. Ein Ärgernis der besonderen Art. An der Vorderfront thront bis heute, hoch zu Ross, der Duce, der faschistische Diktator Benito Mussolini. Das ist ziemlich unfassbar und für manchen Schützen eine typisch römische Provokation. Natürlich wird jetzt jeder halbwegs normal denkende Mensch sagen, das dürft's eigentlich nicht geben. Aber gerade solche Sachen sind in Italien für Behörde und Politik meist kein Problem und auch mit ein Grund, dass wir einfach weg von diesem Staat wollen. Und gelegentlich fallen die italienischen Nationalisten, die berüchtigten Alpini, noch heute dreist in Südtirol ein. Der Gerechtigkeit halber sei erwähnt, dass vor einigen Jahren auch so mancher Südtiroler Schütze stramm rechts Seit an Seit mit Heidersbuben marschierte. Doch mit dieser Tradition hat man glaubhaft gebrochen. Wir leben in bewegten Zeiten. Da bekommt die Europäische Union ob ihrer visionären Kraft den Friedensnobelpreis zugesprochen. Gleichzeitig aber machen nicht nur in Südtirol die Verfechter alter und neuer Kleinstaaterei mobil. Den Leuten heute versprechen, dass wir einen eigenen Staat mit in Europa gründen können, das nimmt ihnen ja niemand ab. Sondern wir müssen ja die Kraft haben, es durchzusetzen. Glauben Sie, dass wir von jemandem unterstützt würden, wenn wir in Europa Grenzen verschieben? In Europa will man, dass Grenzen abgebaut werden. Vielfach wird gesagt, die Grenzen sind in Europa heute eigentlich unwichtig geworden. Dieser Meinung sind wir natürlich auch. Und gerade deshalb sagen wir, wenn die Grenzen schon so unwichtig geworden sind, dann wird es auch sicher niemand stören, wenn wir wieder eine Region, die vor 1919 eins war, nämlich das alte Kronland Tirol, wenn wir das wieder näher zusammenrücken. Gewiss, noch sind es nur ein paar Tiroler Schützen. Verlorene Elche. Europäer auf falschem Grund. Im Sturmgepäck nur eine Platzpatrone. Aber Vorsicht, auch die könnte fanal zum Aufbruch sein. Schluss! Hochfahren! Einen Überblick über Europas Separatisten von Schottland bis Katalonien finden Sie auf unserer Internetseite www.kulturzeit.de.